Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Quick. Es ist Januar und Januar bedeutet Formate austesten. Obwohl ich da jetzt an nichts gebunden bin, mache ich es trotzdem. Ich meine, ich probiere schon die ganze Zeit Formate aus, also von daher ist das relativ irrelevant. Es geht nämlich heute los mit der ersten Folge, vielleicht der letzten, vielleicht gibt es auch noch weitere Folgen von Quick erklärt. Und zwar heute Quick erklärt Kommunismus. Kurz gesagt, Keck. Netter Name. Ich weiß. Klären wir zuerst einmal, woher der Kommunismus überhaupt kommt. Der Begriff Kommunismus entstand um etwa 1840 in Frankreich. Er steht für eine dauerhaft sozial gerechte und freie Zukunftsgesellschaft. Doch als erster Kommunist wird dieser D Dude hier bezeichnet. François, ach, wisst ihr was? François Noël Babeuf. Lebte während der Französischen Revolution. Der berühmteste Vertreter des Kommunismus ist aber Karl Marx. Karl Marx war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer Journalist, Protagonist der Arbeiterbewegung sowie Kritiker des Kapitalismus und der Religion. Das alles klingt ja an sich gar nicht mal so schlimm. Nur, wie ist es mit der Umsetzung? Wie hat die geklappt? Nun, zuerst einmal haben wir hier eine Biene. Und dann haben wir da noch einen Sowjet. Was haben die Biene und dieser Sowjet gemeinsam? Genau, beide haben keinen Eigenbesitz, werden von jemandem geleitet und sollten am besten keine Individualität besitzen. Ach ja, und wisst ihr, was diese Biene und dieser Sowjet gemeinsam haben? Genau, die sind beide tot. Kommen wir nun zur Ursache, weswegen auch von vielen der Kommunismus so verachtet wird. Und das ist der Stalinismus. Dieser war der Kommunismus, der zur Zeit der Regierung von Stalin in Russland herrschte. Dieser war Herrscher von 1927 bis 1953 in der Sowjetunion und regierte auch während des Zweiten Weltkriegs. Aber nun kommen wir zu seinem absoluten Overkill. Von 1929 bis 1933 gab es Repressionsmaßnahmen zur sogenannten Entkulakisierung durch Verhaftung, Enteignung, Hinrichtung und Verschleppung. Folge, aber auch durchaus erwünschte Hilfsmittel der Kollektivierung, war eine riesige Hungersnot an der Wolga, in der Ukraine und im ganzen Land. Sie kostete mehrere Millionen Menschen das Leben. Jedoch sind genaue Opferzahlen nicht bekannt. Einzelne Schätzungen gehen bis zu 15 Millionen Tote an. Die damalige Hungersnot in der Ukraine ist unter dem Begriff Holodomor bekannt geworden. Eines der Prinzipien im Kommunismus, was wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist, dass man keinen eigenen Besitz hat. Hier ein paar Beispiele. Oh, guck mal, du hast einen Apfel vom Baum gefällt. Jetzt ist es unser Apfel. Oh, guck mal, du hast im Lotto gewonnen. Jetzt ist es unser Lottogewinn. Oh, guck mal, du hast eine neue Fritzbox mit neuem Wifi. Das ist jetzt unser Wifi. Oh, guck mal, du bist in ein neues Land eingefallen und hast es erobert. Das ist jetzt unser Land. Okay, ich denke, ich habe das jetzt langsam verstanden. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es relativ kurz war. Und abonniert meinen, unser Channel. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oh mein Gott, was war denn das am Ende? Unser Channel. Ach du Scheiße. Na egal.